Es ist soweit. Der letzte Kampf in Let's Play Final Fantasy VI beginnt nun. Viel Spaß. Natürlich werde ich es auch kommentieren. Ich präsentiere euch den ersten und einzig wahren Kefka. Ja, in diesem Kampf ist Kefka Gott, Liebe, bla bla bla. Ja, woher kommen sie? Woher gehen sie? Und bla. Ich werde diese Dinge alle zerstören. Wenn ich jetzt mal auch zum Reden kommen dürfte. Ja, Kefka, der erste Gott in einem Final Fantasy, der ein Endboss ist. Sephiroth hat ihn quasi nur imitiert. Um es mal kurz zu sagen. Allerdings hat Sephiroth meiner Meinung nach nur ein bisschen komischer ausgesehen, weil Kefka ist ja hier fast halb unbekleidet, nur mit ein paar Flügelchen und ein bisschen Tüchern und einer komischen Feder auf dem Kopf. So, der Kampf beginnt natürlich. Ich werde hierbei nicht auf Runen 3 setzen, Runen. Ich werde Terror vom morphen. Oh, gefallener. Oh, das ist ein herzloser Engel. So wie ich das in Erinnerung habe. Kannst du vielleicht. Ah, du kannst nur normal hast. Schade. Dieser Kampf kann man tatsächlich mit einem One-Hit beenden. Wenn man stark genug ist. Und alles anderen. Ja. Der Kampf ist fast vorbei. Beziehungsweise, er hat ja jetzt angefangen, aber das Spiel ist beinahe vorbei. Doppelatmen. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Man kann diesen Kampf tatsächlich auch mit einem One-Hit auch beenden. Das Ende kommt jenseits des Chaos. Ja, ich müsste den Kampf natürlich auch ein bisschen verlorener. Ich möchte hier natürlich auch ein bisschen was vom Kampf zeigen. Denn hier in diesem Kampf ist es einfach nur episch. Denn es ist Kefka und ich habe ihn besiegt. Falls irgendwie nochmal Nachfrage besteht oder so, dass ich den Kampf vielleicht nochmal mache oder sonstiges was. Und ja, ich hatte auch gleich meine Klappe. Dann werde ich den Kampf nämlich nochmal machen. Werde ich nämlich nochmal zeigen, so was Kefka überhaupt alles kann.
Weil mit 63.000 HP ist er nicht gerade sehr stark, wie man sieht. Ich habe ihn relativ leicht besiegt. Und hiermit endet der Part. Denn dieser Part gilt nur diesem Kampf. Und deswegen sag ich, bis zum nächsten Let's Play Part, Blattrix FB meldet sich ab.